sofort auf damit. Vicky, du bist so eine falsche Schlange. Du nutzt sie nur aus, weil es dir gerade schlecht geht. Du Snitch? Was ist denn hier los? Gianna hat mich einfach angefangen zu verraten. Ich war so kurz davor, Greta zu verführen und das hier alles zu gewinnen. Und auf einmal kommt Gianna. Beruhig dich. Ich regel das schon. Pass auf, er hat mir vor 2 Nächten anvertraut, dass er dich vor 1 Jahr betrogen hat und... Ist das dein Ernst? 2 Paare, 1 Villa. Zeit für Zweisamkeit, sich zu lieben, zu verwöhnen, die schönen Momente des Lebens genießen. Bis sie ins Spiel kommen. 6 knallharte Singles. Die eine heißer als der andere. Werden sie die Pärchen auseinanderreißen? Treue gegen Versuchung. Villa der Liebe, Fremdgehen verboten. Du bist mir fremdgegangen? Es tut mir doch leid, Milena. Es tut mir wirklich leid. Ich weiß, das hätte nicht passieren dürfen. Ich wollte es dir auch sagen, aber ich wollte dich auch nicht verletzen. Verletzen? Da hättest du diese Scheiße einfach nicht machen sollen! Wie ist das überhaupt passiert? Ich sag's dir, pass auf. Das war damals auf dem Tennisturnier in Prag. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Ich war 1 Woche dort. Mir hat ein Fan auf Instagram geschrieben und wir haben den ganzen Abend bei mir auf dem Hotelzimmer verbracht. Wir haben getrunken. Ich war total betrunken, sie auch. Und dann ist es passiert. Ja, egal ob Alkohol oder nicht, das ist einfach unverzeihlich. Wie soll ich dir überhaupt nochmal vertrauen? Ich verstehe dich doch auch. Aber lass uns das doch einfach... alles hier hinter uns lassen. Ich verspreche dir, das passiert nie wieder. Wir fahren nach Hause und fangen von vorne an. Sicherlich nicht. Es wird kein Wir mehr geben. Und es wird auch kein gemeinsames Zuhause oder was wir auch alles machen wollten. Kannst vergessen. Ist alles vorbei. Ich werde jetzt hier als Single vielleicht meine Zeit leben. Und du? Keine Ahnung, was du machen sollst. Tut mir leid, dass ich deine und Chanes Lippen verwechselt habe. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Ja, mir tut's auch leid, dass ich gesagt habe, dass du es mit Absicht gemacht hast. Aber ich wurde voll von den Mädels reingelegt. Von Gianna, Vicky und Sarah. Okay, ja, dann ergibt es auch einen Sinn. Ja, verständlich, dass du eifersüchtig wurdest. Tut mir leid. Mir auch. Kannst du das Licht ausmachen? Yeah, you always made me feel like I'm Hier ist sie. Also du hast uns hintergangen, oder was? Ich wollte... Was soll der Scheiß? Ich dachte, wir hätten ja alles zusammen. Ich versuch doch nur... Ja, was denn? Was versuchst du? Sag doch! Leute, versteht ihr denn nicht, dass es total unmoralisch ist, ein Pärchen, das sich wirklich liebt, auseinanderzubringen? Aber guck mal, genau das bringt die Einschaltquoten. Das wollen die Menschen sehen. Oh mein Gott, du hast es einfach gar nicht mehr verdient, hier zu sein oder die Gage zu bekommen. An deiner Stelle würde ich einfach meine Sachen packen. Ja, ich würde jetzt sowieso gehen. Also ist mir egal. Bye. Okay, mach so, das. Nehmen Sie mit. Tschüss. Es geht ja einfach lächerlich. Klar, man könnte denken, dass ich die Verliererin bin, weil ich als erstes gehen muss. Aber ganz ehrlich, ich nehme viel mehr mit als alle anderen hier. Ich habe sehr viel über Liebe gelernt und ja, das ist für mich am wichtigsten. I got too much love for me. Got too much love for me. Alles okay? Mhm. Du weißt ja, ich bin jetzt Single. Mein Bett ist frei. Wenn du Bock hast, kannst du vielleicht später vorbeikommen. Willst du das wirklich machen? Na klar, hast du sie mal gesehen? Sie ist übertrieben hübsch. Außerdem, wenn ich sie hab und das Preisgeld ist doppelter Gewinn. Scheiße, Mann, mich haben diese Tage komplett durcheinander gebracht. Könnte es sein, dass ich etwas für David... Ach, und dieser Jonas Ems, der nervt mich auch nur noch. Könnte es sein, dass er auf Blondine steht? Hat mir schon wieder ein Video geschickt. Sag mal bitte, warum du nicht beantwortest, ohne Scheiß. Ey, letztes Mal war es so gut. Es war
ohne Scheiß so gut. Ich hab's gefühlt, Mann. Und es ist selten bei Mädchen, dass ich fühle. Deswegen, bitte melde dich mal. Ich bin morgen, das ist letzter Tag in München so. Deswegen sag Bescheid, lass einfach treffen morgen, so schnell es geht. So, ich hab unnormal Bock auf dich. Fuck. Wer schickt solche Nachrichten? Was machst du so? Ich warte noch auf jemanden. Ach, das geht aber nicht mehr. Wegen der Produktion. Zwei Singles dürfen nicht mehr in einem Bett schlafen. Leute, stimmt das? Stimmt das? Ja, ist ja jetzt klar, dass ihr das nicht sagt, ne? Aber ja, ist die neue Regel. Hey, was ist das denn für eine Scheiße? Ich weiß, ich finde es auch irgendwie richtig scheiße, aber was sollen wir machen? Ja, okay, jetzt, ja, dann fliegen wir halt wenigstens nicht raus, aber Alter. Ja. Ja, aber ey, lieb, danke, dass du es mir gesagt hast. Kein Problem. Ich gehe dann. Oh, okay. Danke nochmal. Kein Problem. Hey, was geht? Hi! Ich gehe kurz zu Leonie, okay? Sorry, geht gerade wirklich ganz schlecht. Warum? Weil sie hat gerade Levi und Melina auseinandergebracht und deswegen geht es ihr gerade sehr, sehr schlecht. Ist mir und egal, ich will einfach zu Leonie. Ich weiß, aber keiner kann gerade in diesem Raum, weil ich habe gerade mit ihr geredet und sie will jetzt einfach schlafen gehen. Glaube ich dir irgendwie nicht. Wie? Es geht gerade nicht. Ich habe gerade mit ihr geredet. Keiner kann in diesen Raum gehen, weil sie sich gerade auseinandergebracht hat. Wenn du das sagst. Wie wär's, wenn du vielleicht heute Nacht bei mir schläfst? Vielleicht sieht morgen die Welt besser aus. Wenn du meinst, also wir können es probieren. Gerne. Komm. Laying on my bedroom floor, staring up at the ceiling. You got me paralyzed. No, I'm not a single medication could kill all this pain I'm feeling. Wie alle TV-Shows garantieren auch wir für kein Happy End, wobei das sicherlich Auslegungssache ist, während die einen mit Tränen der Verbitterung versuchen, Schlaf zu finden. Wachen die anderen mit leckerem Frühstück und attraktivem Bettgenossen morgens wieder auf. Ich hab dir ein kleines Frühstück vorbereitet. Oh, Frühstück am Bett. Hab ich noch nie bekommen. Lass dich drücken. Hey, hast du vielleicht Lust, heute den Tag mit mir zu verbringen? Irgendwie am Strand oder was zu essen oder so? Ein Date zu haben? Mhm. Sehr gern. Ich muss es irgendwie schaffen. Ich muss sie zurückgewinnen. Elena ist die Liebe meines Lebens. Ich weiß auch nicht, aber ich muss es wirklich schaffen. Moment runter. Und dann genau so. Und hoch. So? Hi Leute. Oh Leonie, hi, was geht? Hi. Was macht ihr gerade? Bisschen trainieren, guck mal hier, der Bizeps. Ey. Wir machen Sport, sieht man doch. Ja. Felix? Ja? Ach, redest mit mir, Entschuldigung. Ja. Du sag mal, warum bist du gestern Abend nicht mehr zu mir gekommen? Hä? Ich dachte, du brauchst deine Ruhe. Ja. Ja. Du Leonie? Ja? Wir gehen später nackt baden. Willst du mitkommen? Nackt baden? Mhm. Also so, ganz nackt? Sagt ja auch der Name, nackt baden. Nee, ich glaube eher nicht. Aber danke. Kein Problem. Ja, ohne Spaß, du weißt doch ganz genau, dass Leonie ein Problem damit hat. Was soll das denn? Chill mal ein bisschen. Nein. Willst du mir nicht lieber Hilfestellung geben? Du hast Glück, dass ich so gern trainiere, ne? Aber ey, ohne Spaß, das ging gar nicht. Komm. Komm, runter. Was ist denn los? Warum sitzt du hier so allein am Pool mit einer Sektflasche? Wegen Milena.
möchtest du sie immer noch zurückgewinnen. Ja. Dann hab ich den Plan für dich. Was für ein Plan? Liebe Liebhaber, heute seid ihr wieder dran. Heute müsst ihr eine schwere Entscheidung treffen. Ja, danke auf jeden Fall für die kurze, aber schöne Zeit. Ja. Tschüssi. Was ist eigentlich dein Plan? Mein Plan hat mit der heutigen Aufgabe zu tun. Ganz einfach. Umgekehrte Psychologie.